Hallo, Frovin Super Fro Ickler hier. Ich war dieses Jahr beim TC Electronics auf der Musikmesse am Stand und habe diesen neuen Amp hier vorgestellt und den möchte ich euch heute auch vorstellen. Der Amp hat 250 Watt, hat einen 15 Zoll Speaker, ein Hochtonhorn und ist 15 Kilo leicht. Also das Teil ist wirklich leicht gebaut. Im Moment der leichteste und lauteste Amp auf dem Markt. So, hat einige coole Features. Ich möchte gerne hier mal mit der Klangregelung anfangen. Und zwar die Klangregelung sieht erstmal sehr normal aus, sag ich mal so. Bass mit den Höhen. Das ist eigentlich erstmal nichts Besonderes, aber TC Electronics hat sich was dabei gedacht. Die Frequenzen sind nämlich beim Boosten und beim Cutten verschieden. Das heißt, wenn ich jetzt den Bass booste, dann habe ich hier 100 Hertz beim Boosten, schönen warmen Bassboost. Aber wenn ich dann zum Beispiel auf einer Bühne oder im Proberaum, in einem wummerigen Proberaum spiele, ist die Cut-Frequenz bei 80 Hertz. Wummer genommen, aber trotzdem sind noch Bässe da. So. Genau dasselbe Spiel gibt es auch für den Mittenregler. Der Boost ist bei 800 Hertz. Kann man gut benutzen für so rockige Sachen, wenn man sich durchsetzen will. Verzerrte Gitarren. Hört man hier deutlich. Das Brummen ist der Raum. So, aber die Cut-Frequenz liegt hier bei 500 Hertz. Hier kann man zum Beispiel mit ganz einfachen Mitteln diesen berühmten Scoop-Sound machen, der so einen Funk-Sound hat, indem man die Mitten dort absenkt und jetzt so ein. Also mit einfachen Mitteln einfach schon sehr einen guten Funk-Sound hinkriegen. Beim Höhen ist es das so, dass die Boost-Frequenz bei 3100 Hertz liegt, um wirklich feine Höhen zu erzeugen hier. Und die Cut-Frequenz liegt bei 1800 Hertz. Das ist speziell, wenn man so quäkige Mitten hat, kann man hier ganz gut demonstrieren, indem ich das mal hier wegmache. Jetzt habe ich hier einen guten Fingersound schon, so einen Also mit wenigen Reglern mit wenig Aufwand kann man hier sofort gute Ergebnisse erzielen. Dann hat es hier weiterhin, also das war die intelligente Klangregelung hier. Dann gibt es hier den Tube Drive, der eine Röhrensimulation ist und schöne, genau für Plektrum Sounds sehr gut geeignet ist. Zum Beispiel kann ich jetzt hier mal ein bisschen das aufdrehen und mal mein Plektrum nehmen. Hier. So, und was ein absolutes Alleinstellungsmerkmal ist, ist diese Fähigkeit hier Toneprints reinzuladen in den Amp. Dazu muss man noch kurz erklären, was Toneprints sind. Toneprints sind Effekt-Presets von berühmten Bassisten und Bassistinnen,
die mit TC Electronics Einstellungen vorgenommen haben. Ihre Lieblingseinstellungen von einem Chorus zum Beispiel oder mein Flanger oder alles mögliche, verschiedene Sachen. Und die stellen die uns zur Verfügung, indem wir sozusagen den Chorus von Duff McKagan, dem Bassisten von Guns N' Roses, jetzt hier reinladen können und den benutzen können. Und reinladen geht es über iPhone zum Beispiel oder auch über Android oder über USB, wenn man kein Smartphone hat. So, ich zeige das euch jetzt mal. Im Moment ist der Chorus von Duff McKagan eingeladen hier. Ich drehe das mal auf. Aber das wäre ja langweilig, nur einen Chorus zu haben. Man hier nimmt hier also jetzt diese Toneprint-App und ruft die auf. Und dann habe ich hier die Möglichkeit, das ist übrigens eine kostenlose App, hier habe ich die Möglichkeit, diesen Amp auszuwählen. Hier steht BG250 oben. So, dann habe ich hier eine Liste von all meinen Toneprints, von meinen Effekt-Presets, die ich mir auswählen kann. So, jetzt habe ich also euch den Chorus von Duff McKagan schon gezeigt. Jetzt nehme ich mir jetzt zum Beispiel mal einen Oktaver. Das geht nämlich auch. Und hier nehme ich den ganz normalen Oktaver. Jetzt demonstriere ich euch mal, wie das geht hier. Also der Bass muss hier auf voll aufgedreht sein und Toneprint muss angeschaltet sein. So, und jetzt drücke ich hier auf Beam. Kommt dieses lustige Geräusch und hiermit ist der Oktaver übertragen. Auch sehr tief runter, also ist sehr stabil, wie man hört, und ist polyphon, das ist auch sehr ungewöhnlich. Geht auch noch lustiger. Also die haben sich hier überlegt, was kann man noch so alles machen, und hier ist ein Dirty Oktaver, der klingt dann wie ein, ja, wie kann man sagen, so ein bisschen wie eine verzerrte Orgel. Das ist wirklich lustig. Etwas speziell, aber sehr geil. So, das war jetzt hier die Toneprint-Fähigkeit. Mache ich jetzt hier mal gerade aus. So, was auch sehr geil ist, ist die Fähigkeit, hier zum Beispiel mit meinem Smartphone oder mit einem MP3-Player oder was auch immer reinzugehen, mit in den AUX-In und zum Beispiel ein Playback abzulaufen zu lassen, oder wenn man einen Song raushören will, und kann man das hier reinstecken. Das zeige ich euch jetzt auch, indem man das so. Nimmt man das hier, dieses Kabel, das ist 3,5 mm Kabel, ist AUX-In. So. Jetzt nehme ich hier, was weiß ich, App, wo man
schon läuft hier jetzt das jetzt da drüber. Sehr gutes Ding zum Üben und vielleicht auch zum Vorführen oder was weiß ich auch immer. Früher ging das nicht über die Anlage, sondern nur über den Kopfhörer. Das haben sie jetzt geändert, was ich wirklich sehr cool finde. So, was noch? Es hat natürlich wie alle Amps von TC Electronics ein Stimmgerät, ein eingebautes, was ständig an ist. Man sieht hier jetzt auch so, okay. Das leuchtet jetzt nach links. Das bedeutet, es ist tief, etwas zu tief. Und wenn beide LEDs grün leuchten, dann ist das richtig gestimmt. So, und hier ist der besagte USB-Anschluss, wo ich vorher noch gesagt habe, dass man damit auch die Tomprints einladen kann. Hier kann man noch einen Foot-Switch anschließen, um die Tube Drive, Tomprint und Mute per Fußschalter zu bedienen, was auch sehr gut ist. Dann gibt es hier ein DI-Out, den man entweder Pre-EQ oder Post-EQ anschließen kann. Das bedeutet, entweder hat man die ganze Sektion im Einschleifweg, im Output von dem DI-Ausgang drin oder nicht. Und jetzt spiele ich noch ein bisschen. War es von mir, froh wie ein Super-Fro-Ickler. Geht zu Session Music in den Laden und checkt den Amp aus. Der ist wirklich geil. Und meiner Meinung nach gibt es für dieses schmale Geld im Moment nichts Besseres. Wenn ihr was über mich erfahren wollt, dann besucht diese Webseite und informiert euch. Das war's. Stay tuned. Wow.